die chaotische Viertelstunde, also drehte sich um ein kleines Projekt, was ich so nebenher gemacht habe in letzter Zeit, beziehungsweise angefangen habe. Und dieses Projekt widmet sich der nicht ganz unbedingt wissenschaftlich ernst gemeinten Frage, wie die Sternbilder, die wir tagtäglich am Himmel beobachten können, von anderen Punkten im Universum aus aussehen würden. Und das klingt jetzt erstmal nach einer verrückten Frage. Und der Hintergrund ist der folgende. Also, es ist so, dass wir, wenn wir ein Sternbild sehen, dann sehen wir jetzt 2D-Informationen natürlich. Das heißt, wenn wir jetzt so ein Sternbild hier haben, zum Beispiel so ein Y-förmiges, dann sind wir eigentlich Betrachter auf der Erde, die jetzt hier durch diese Kugel dargestellt ist. Und wir haben so einen Blickwinkel, der durch diese gestrichelte Linie jetzt dargestellt wird. Und wir sehen so Sternekonstellationen. Und die Sache ist halt, dass wir auf 3D-Objekte natürlich klicken und dass wir deshalb einfach immer eine Projektion sehen. Das heißt, der mittlere oder untere von diesen Sternen könnte jetzt zum Beispiel hier, der hier ganz außen sein, der könnte irgendwie Milliarden von Lichtjahren entfernt sein und wir würden ihn trotzdem zum gleichen Sternbild zuordnen. Und deshalb sind Sternbilder relativ, das heißt also immer beobachterabhängig, wo man halt gerade sich befindet. Und uns fehlt halt eben diese tiefen Informationen. Das heißt, wir können auch nicht die, zum Beispiel die Leuchtkraft von dem Stern ausnutzen, um die Helligkeit abzuschätzen, weil die Leuchtkraft nimmt zwar mit dem Abstand ab, aber sie ist halt nicht gleich für alle Sterne. Und das Einzige, wie wir halt so einen 3D-Eindruck bekommen können, ist, oder eine der einzigen Beobachtungen, mit denen es wirklich ist, wäre jetzt die Parallaxe zum Beispiel. Also Parallaxe wäre der Effekt, dass das, was näher vor einem vorbeizieht, schneller auch vorbeizieht. Also scheinbar schneller an einem vorbeizieht, als das, was weiter hinten ist. Hier darf ich kurz eine Frage stellen. Ja. Ist das jetzt dumm? Ich habe immer gedacht, dass man das über die Rotverschiebung macht. Ich kann mir zwar das ist eine der Beobachtungen. Rotverschiebung nutzt man weniger für lokale Objekte, sondern für ganz weit entfernte. Okay. Aber auch nicht so weit entfernt, da gibt es dann nochmal Supernovae, und da will ich aber gar nicht jetzt ins Detail gehen. Mhm. Und halt in wirklich lokalen. In der lokalen Umgebung, in der innergalaktischen Umgebung würde man jetzt die Parallaxe nehmen, weil die da halt einfach zuverlässig funktioniert. Ja, genau. Und ich hatte eben schon erwähnt, dass diese ganze, der ganze Anblick unseres Nachthimmels eigentlich nur von der Erde aus so aussieht. Das heißt, wie wir den Sternenwelthimmel sehen, den sieht so keine andere außerirdische Spezies im Universum, wenn es so eine geben sollte. Und unsere Position im Universum ist aber eigentlich gar nicht so besonders. Die sieht nämlich so aus. Also wir betrachten jetzt erstmal das Universum auf der größten Skala, die wir betrachten können. Und zwar ist es so die Skala von Größenordnung Milliarden von Lichtjahren. Das ist auf der Größenordnung bewegt sich die Größe des sichtbaren Bereichs des Universums. Und was jetzt hier aufgetragen ist, ist quasi, wie das Universum aussieht, wenn man auf diese Skala geht. Und das Ganze ist in zwei Himmelsrichtungen sozusagen, oder Himmelsregionen, die sich gegenüberliegen, unterteilt. Deswegen hat es diese komische Form. Und was man jetzt hier sieht, auf der Winkelachse hier, ist quasi der Winkel am Himmel, und das hier ist die Tiefe, was hier aufgetragen ist, also die Entfernung von uns, und wir sind hier in der Mitte. Und was man jetzt sieht, ist erstmal, dass das Universum so größtenteils aus einer netzwerkartigen Struktur besteht, die auf diesen Skalen schon fast gar nicht mehr aufgelöst werden kann. Und wenn man jetzt einfach mal sich wenn man ein bisschen weiter reingeht, dann würde das Ganze so aussehen. Das ist jetzt tatsächlich keine Beobachtung, also das andere ist eine Beobachtung, und das hier ist jetzt eine Simulation oder das Ergebnis von der Simulation.
Und da sieht man auch nochmal gut so diesen netzwerkartigen Aufbau. Und nur um die Größenordnung zu verstehen, ein Pixel quasi auf diesem Bild wäre ein Galaxien-Superhaufen. Ein Galaxien-Superhaufen sind halt mehrere Galaxienhaufen-Strukturen zusammen. Lokale Gruppe oder? Nee, das kommt noch. Das kommt noch. Also ich zoome jetzt immer weiter rein quasi, das wird zu uns kommen. Ja, das hier ist nochmal ein bisschen vergrößert, da sieht man jetzt eigentlich nichts, weil halt irgendwie alles durcheinander und so. Und man sieht jetzt hier so eine Beschriftung, die kann man glaube ich schlecht lesen, leider. Da steht Local Superclusters und in Klammern Virgo Supercluster und das ist halt so ein Punkt ist in diesem Bild, wäre jetzt quasi so ein Supercluster. Okay, dann kann man nochmal ein bisschen weiter reingehen. Jetzt kann man einzelne Supercluster besser erkennen, die Struktur vor allem von dem. Und da wäre jetzt hier wieder der Virgo Supercluster mit diesem Pfeil hier hin und das ist so ungefähr auch unsere Location quasi. Wenn man noch weiter reingeht, dann kommt hier jetzt, wie du eben gefragt hast, die lokale Gruppe. Und das ist hier aber immer noch hier einzelne Galaxienhaufen. Wie hier, also zum Beispiel Virgo-Haufen, der Fornax-Haufen und so weiter. Ja, und wenn man jetzt hier sich diesen Bereich dann ein bisschen nochmal vergrößert, dann kommt man irgendwann zur Milchstraßengalaxie, wo halt das Sonnensystem drin enthalten ist. Und das hier ist jetzt quasi so die Ansicht auf die lokale Gruppe. Und erst ab hier, also hier immer noch in diesem Bereich, erst wenn wir zur Milchstraße gelangen, dann können wir überhaupt diese Frage stellen, wie unsere Sternbilder für andere aussehen würden, weil die meisten Sterne, die wir sehen, würde jemand, der jetzt außerhalb von diesem kleinen Punkt da, dieser kleinen Scheibe, die hier die Milchstraße repräsentiert, würden unsere Sterne überhaupt nicht kennen. Also die hätten überhaupt keine Ahnung, wovon wir überhaupt sprechen, wenn wir von Alpha Centauri oder was auch immer reden. Wenn wir jetzt in die Milchstraße ein bisschen wieder vergrößern, ein bisschen reinzoomen, dann sind da jetzt hier in diesem Bild so der größte Teil von den Sternen, die wir am Himmel sehen, enthalten. Und wir sind jetzt hier in so einem äußeren Spiralarm. Und auch hier gilt sogar immer noch, jemand, der jetzt irgendwie hier oben ganz gegenüber von diesem sogenannten galaktischen Balsch, der hier in diesem Zentrum ist, das nennt man einfach so, der würde zum Teil einige Sterne hier zum Beispiel gar nicht sehen und gar nicht kennen und das wäre überhaupt kein Begriff für jemanden, der dort hinten ist. Okay, wenn man jetzt die lokale Umgebung der Sonne anguckt, dann sind hier erstmal ein Haufen von Sternen, die Namen kommen euch vielleicht, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, ein bisschen bekannt vor. Die Sonne ist hier im Zentrum und ab hier macht es überhaupt erst wirklich Sinn, diese Frage zu stellen, wie würden die Sternbilder, die wir kennen, für andere aussehen oder an anderen Stellen. Und da kann man sich jetzt fragen, also quasi lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich jetzt auf irgendeinem Planeten wäre, der jetzt hier einen von diesen zahlreichen Sternen hier umkreisen würde, wie würde ich dann eigentlich den Nachthimmel sehen, den wir sehen? Konkret könnte es ja sein, dass dann dass die Sterne sich zu irgendwelchen witzigen Bildern zusammenordnen und dass daraus vielleicht irgendwelche merkwürdigen, also wenn man jetzt sich vorstellt, dass man irgendwie so eine außerirdische Zivilisation auf so einem Planeten hat, dann würden sich da vielleicht irgendwelche merkwürdigen Götterkulte um diese neuen Sternbilder bilden, einfach nur aufgrund der Perspektive. Also andere merkwürdige Götterkulte als hier auf der Erde. Genau, und das ist so die Frage. Wir gehen davon aus, jetzt wir bewegen uns zu einem fernen Planeten oder es gibt irgendeine außerirdische Spezies auf einem fernen Planeten, wie würde die eigentlich das Ganze sehen? Und leider kann ich euch in dieser chaotischen Viertelstunde nicht den
ganzen Nachthimmel quasi in einer 3D-Visualisierung zeigen, aber ich habe zumindest mal diese 3D-Visualisierung für zwei sehr, sehr markante und bekannte Sternbilder durchgeführt und werde euch dann gleich das Ergebnis zeigen. Zunächst mal, wie kommt man dahin zu so einer Visualisierung? Okay, der erste Schritt ist, wir brauchen irgendwie Daten und wir brauchen irgendwie astronomische Daten über die Sterne natürlich, die Positionen zum Beispiel und die Entfernung müssen wir irgendwie rausfinden. Und das heißt, wir brauchen erstmal Astronomen und diese Astronomen, die geben uns die Daten. Ich meine, heutzutage guckt keiner mehr selber durchs Teleskop, sondern man geht irgendwie in Datenbanken wie diese hier. Und an die von euch, die irgendwann mal vorhaben, beruflich was mit Astronomie zu machen oder im Studium was mit Astronomie zu machen, das hier ist das Tool eurer Wahl, falls ihr irgendwelche Objekte im Himmel, am Himmel finden wollt. Da kann man jetzt, da hat man hier so ein Suchfeld, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Da kann man jetzt zum Beispiel den Namen von einem Stern eingeben und dann bekommt man so eine Auflistung von allen möglichen Daten, irgendwelche Angaben, von denen man noch nie was vorher gehört hat, vielleicht. Zum Beispiel hier in verschiedenen Koordinatensystemen die Position, dann die Bewegung, die Radialgeschwindigkeit, die Rotverschiebung, auch die Parallaxe. Und dann kann man das irgendwie aus der Parallaxe zum Beispiel oder aus der Rotverschiebung, wobei hier jetzt die klügere Wahl eben die Parallaxe wäre, kann man dann die Entfernung zum Beispiel ausrechnen. Muss man einfach ein bisschen Trigonometrie dann betreiben. Genau, und also angenommen, man hat jetzt die Daten, man hat jetzt irgendwie so 3D-Positionen quasi, also X, Y und Z bestimmt, dann brauchen wir als nächstes irgendwie, oder was heißt brauchen, wir wollen dann irgendwie einen fancy Plot bekommen, sprich einen 3D-Plot, den wir irgendwie rotieren können und so. Und da ist das Einfachste aus dem, was ich kenne, ist die einfachste Methode, die man da nehmen kann, oder die ich gerne nehme, ist Matplotlib mit Python. Und das ist quasi, wie man hier sieht, Ordnung von Einzeiler, der Code. Also, ja, Ordnung. Man fängt halt damit an, dass man irgendwie, da legt man sich quasi Objekte an, die man dann braucht und hier würde man dann die Daten irgendwie eingeben, zum Beispiel irgendwie auslesen aus einer Textdatei oder sowas, die man sich irgendwie aus dem Netz geholt hat oder so. Und dann ist es einfach gerade dieser Befehl hier, ein Scatterplot, und der wird dann auch, dadurch, dass man hier drei Arrays angibt, wird er dann in 3D gerendert. Und das hier ist unwichtig. Und dann will man irgendwie das Ganze, wenn man es richtig fancy machen will, dann will man so eine Kamerafahrt quasi in 3D um diese Struktur machen. Das heißt, man hat so die Sterne in der Mitte und man dreht sich einmal so außenrum, so um 360 Grad. Und das kann man beispielsweise mit dem Modul Matplotlib Animation machen. Oder man wählt, wenn man wirklich sehr, sehr bequem ist, die Kurmens-Variante, dass man einfach 360 mal ein Bild speichert. Das kann man dann einfach hier mit ViewInit, da kann man dann irgendwie eingeben, die Perspektive, wie man auf das Bild schaut, und dann einfach das Bild speichern. Okay. Und das Ganze habe ich jetzt, wie gesagt, mal für zwei Beispiele von sehr, sehr markanten oder sehr, sehr populären Sternbildern gemacht. Und zunächst einmal möchte ich diese Sternbilder zeigen. Da gibt es auch eine ganz großartige Anwendung, die einem quasi einen virtuellen Blick auf den Himmel ermöglicht. Und das geht quasi, wie man hier sehen kann, der Himmel bewegt sich dann auch. Und wenn man jetzt einfach ein bisschen vorspult, bis es dunkel wird und man die Sterne erkennen kann, dann kann man sich hier irgendwie die Sternbildlinien anzeigen lassen und das ist super, um irgendwie Sternbilder zu zeigen. Das ist datumspezifisch auch, ne? Ach so, da ist er, da ist. Genau, halt, ja. Das Datum läuft hier unten. Und ja, man kann sogar, wenn man
wirklich nur weit genug reinzoomt, auch einzelne Bewegungen verfolgen. Zum Beispiel der bewegt sich jetzt irgendwie gerade nach links oben. Ja. Genau. Das Tool nimmt eigentlich auch nur diese Datenbanken, also beispielsweise diese Simbad-Datenbank, die ich gerade gezeigt habe, und generiert dann so eine 3D-Grafik. So, und jetzt suche ich erstmal. Ah, und man kann auch noch Sternbildfiguren einblenden. Gut, wer es braucht. Ja, aber die sind halt. Ich meine, man würde irgendwie jetzt nicht. Im Normalfall, ich weiß nicht, also mir geht es so, ich würde jetzt überhaupt nicht auf die, ich würde nicht die Kreativität besitzen, diese Figuren dann, oder die psychoaktiven Substanzen. Okay. Das hier, das sollte, ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe so den Eindruck, dass es so das meistbekannte, eigentlich gar nicht Sternbild, weil diese, also der große Wagen, der ist eigentlich ein Teil von einem Sternbild, das hier jetzt auch weiter angedeutet ist. Also der große Wagen ist selbst eigentlich nur dieses Objekt. Aber es ist halt extrem bekannt. Ja? Und es ist eigentlich, es gibt ein Fachwort, das heißt Asterismus, das heißt eine Sterngruppe. Und es ist eigentlich gar nicht wirklich ein Sternbild, sondern das Sternbild wäre halt jetzt hier dieses größere und das nennt sich großer Bär. Und hier kann man immerhin noch einen Bär erkennen, so einigermaßen. Also es ist schon mal besser erkennbar zumindest als ein großer Wagen. Also ich weiß nicht, im Englischen heißt das Ganze, heißt diese Struktur Big Dipper und damit kann ich viel mehr anfangen. Das heißt einfach große Suppenkette. Genau, und also der große Wagen ist so das, was so jeder irgendwie kennt, bis auf einen Menschen. Ja. Genau, und jetzt zeige ich einfach mal, also ich habe jetzt hier so ein Koordinatensystem und da habe ich jetzt irgendwie so einen Film draus gemacht. Das heißt, auf der Z-Achse, die man jetzt gerade sehr schlecht sieht, weil die so zusammengequetscht ist, rechts unten, wird dann die Entfernung in Lichtjahren angegeben und das Video macht jetzt einfach so eine Kamerafahrt drumherum. Das heißt, einmal quasi von unserer Sonne, ich glaube sogar ungefähr durchs galaktische Zentrum einmal rum und dann wieder zurück. Ich lasse jetzt einfach mal so laufen. So, und ich halte sie jetzt einfach mal hier an, weil hier sieht man jetzt schon, wo ich schon anfangs darauf hingewiesen habe, auf die, was ich schon vermutet hatte hier, wenn man sich die Lichtjahre hier anguckt, die zwischen den Sternen liegen, das ist schon einfach keine einzelne Struktur. Dieses Sternbild, das ist einfach irgendwie willkürlich. Das heißt, das ist das Sternbild, das jemand jetzt von hier aus sehen würde. Also der große Wagen wäre für den gar keine Konstellation mehr. Jetzt sind bei den Wagen Fängen anders aus. Ja, vielleicht sind sie einfach großer Sputnik. Vielleicht sind sie so lang gezogen, ja. Okay, also hier erübrigt sich weiter darüber zu reden, wie das Sternbild aussehen würde. Das sieht einfach nicht aus. Und genau, dann kommt sie wieder zurück. Ja, und nur für uns hier quasi sieht das Ganze so aus. Ja, das Gleiche habe ich jetzt für das, da gehe ich erstmal wieder hier hin. Für das Sternbild Orion gemacht. Und das ist ein Wintersternbild, deswegen muss ich jetzt hier kurz den Boden entfernen. Und hier, irgendwo müsste es sein, hier genau. Das ist so das zweitbekannteste vielleicht Sternbild. Und das ist ein eigenes Sternbild. Das ist halt idiotensicheres Sternbild, deshalb, weil man es halt sofort irgendwie im Winter erkennt, daran, dass man zuerst hier Sirius sucht, das ist der hellste Stern, so am Winterhimmel. Und dann sieht man hier, dann guckt man ein bisschen rechts oben
Und dann sieht man hier diese drei Sterne in der Reihe. Und das ist Orions Gürtel. Und das ganze Sternbild hier ist Orion. Und diese Sterne hier zum Beispiel und dieser hier, das sind auch ziemlich helle. Also das kann man ohne Probleme sehen. Genau, und das hier sieht jetzt schon ein bisschen komplexer aus. Nicht nur diese paar Linien hier, sondern so... Also wie ein Krieger sieht es jetzt noch nicht aus. Aber... Mal gucken, die... Genau, das soll dieser Typ da sein. Ja, ich bin Bogen. Das ist auch das Schützenbild, zumindest unter dem Namen. Also, aber okay, künstlerische Freiheit. Ja. Genau. So, und auch hier wieder das Gleiche. Können wir uns gerade mal angucken. Leider nicht so dunkel hier drauf, deswegen. Okay. Und ich halte hier wieder an. So, hat jetzt irgendjemand Kreativität und würde jetzt einen Vorschlag abgeben, was das jetzt darstellen könnte? Ja. Picasso. Was? Phoenix. Phoenix, ja. Ich finde das ein bisschen. Eine Raumstation. Ein fliegender Koffer. Ja, ich habe tatsächlich. So verschiedene Bildersuchdienste ausprobiert, ob da irgendwie was Witziges bei rauskäme, aber es kam nichts Gescheites raus. Und auch wenn ich das so nicht in dieser Form eingegeben habe, sondern so zum Beispiel umrandet habe und irgendwie die Kontur gefüllt habe und so weiter, aber dann ist mir ein sehr guter Vorschlag gekommen. Ich habe einfach die Linien mal entfernt und wie das dann aussieht, wenn man die Linien entfernt. Das wäre dann diese Form. Also, Red Nose Nail, ganz klar. Und was jetzt euch verdächtig vorkommen sollte, ist hier dieser Bogen, der hier so hoch geht. Den sieht man auch besser, wenn die Linien nicht da sind. Und da habe ich natürlich gesehen, was das eindeutigerweise ist. Ja, eindeutig. Alles klar? Hier steht der Donnerstag hier. So, und dann zeige ich noch den Film zu Ende. Ja, für die gegenüber uns sieht Orion einfach spiegelverkehrt aus. Und dann geht es wieder hier zurück. Ja, und das war eigentlich auch schon alles jetzt. Also, gibt es irgendwelche Fragen? Ja? Wenn du jetzt so ein Sternbild rotierst, ja. Dann lässt du ja irgendwie, glaube ich, außer Acht, dass da quasi dahinter dann auch noch Sterne sind, die man dann... Ja, natürlich, ja. Also die dann halt ein ganz anderes Bild wiedergeben würden, weil die ja dann vielleicht viel heller sind aus der Richtung und so. Das ist ein guter Einwand, ja. Wäre vielleicht auch noch interessant, ob man da irgendwie dann auch noch eine Struktur rausfindet, wenn man wüsste. Genau, also man müsste eigentlich den ganzen Nachthimmel nehmen und einmal rotieren. Aber... Das brauche ich ja nicht. Problem der Unendlichkeit. Ja, ja gut, also den ganzen Nachthimmel so begrenzt irgendwie mit einer Grenzhelligkeit so alles, was heller ist als jenes. Ja. Ja. Was ich noch ganz interessant fände, wäre zum Beispiel, wenn man so diese Lebenskandidaten hernimmt und einfach mal sagt, okay, wie würden denn der Nachthimmel von den Sternen, die wir einigermaßen katalogisiert haben, denn aussehen von zum Beispiel Proxima Centauri oder so. Also von diesem einen Punkt, wie würde es für die ausschauen, wenn die zum Beispiel in unsere Richtung schauen? Ja. Oder irgendwo anders hinschauen? Ja, ich habe gar nicht geguckt, wo man jetzt eigentlich von der Kamera aus gesehen überall landet, so wo man vorbeikommt, also wenn man jetzt so sich vorstellt, dass man da wirklich so rumfliegt, aber ja. Genau. Sonst irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann war es das. Und